Morgen. Das hier ist unser Wohnzimmer. Das ist eine neue Couch, die wir gekauft haben. Und aufgrund dessen haben wir uns entschieden, die komplette Wohnung zu renovieren. Weil diese Tapete ist das, was mich stört. Und die Frau hätte gerne einen neuen Schrank, einen neuen Tisch und einfach mal hier komplett renoviert. Das sowohl hier im Wohnzimmer als auch im Flur, in der Küche, im Kinderzimmer haben wir erst und im Schlafzimmer. Das machen wir peu à peu. Als erstes das Wohnzimmer dran. Die Schränke sind leer, die kommen ab und dann können wir los. Aber für das richtige Werkzeug ist immer Platz. Ja, der kommt mal wie gerufen, oder? Stahlwerk HTS 1010 ST Trockenbohrschleife. Was hast du denn auf den Ohren? Sag, was hast du denn auf den Ohren? Ist der Ohren, bitte. Halt schon. Hall bedeutet Umbau. Schrank ist weg. Vorher jetzt weitermachen, kurz sauber machen und ich mache jetzt erstmal einen Kaffee. So, nächster Schritt. Die Wand von der hässlichen Tapete befreien. Vorerst aber kurze Klamotten anziehen, weil mir ist übel heiß. So, hier habe ich jetzt 1,5 Liter Wasser. Meine Haftspachtel und werde die ganzen Wände einmal komplett durchspachteln, damit die ganzen Unebenheiten gefüllt sind, werde es danach schleifen, dann anpinseln und dann können wir schon anfangen, die Möbel zu bauen und die paar Accessoires an die Wand zu setzen, die noch fehlen. So, Freunde, das ganze Wohnzimmer ist jetzt komplett gespachtelt. Die ganzen Lücken sind gefüllt, die Unebenheiten sind ausgeglichen. Das Ganze werde ich jetzt mit dem Stahlwerkschleifer schleifen, HST 10C ST. Den packe ich jetzt aus, kommt 120er Papier drauf und dann machen wir das Ganze hier schick. Holy moly, Alter. Also ganz ehrlich, ich war echt skeptisch, wie das hier mit diesem Sack funktionieren soll. Aber das Ding schleift und saugt hier oben direkt ab, geht in den Sack rein. Also ich schwör's euch, Achtung, hört man vielleicht hat man das ein bisschen. Hier ist noch sehr rau und hier ist es sehr glatt. Jetzt ohne Witz, also ich habe mir extra den Staubsauger bereitgestellt. Ohne Spaß, das Ding saugt ab. Und das geht in den Sack rein. Das glaube ich jetzt nicht. Doch, guck mal hier.
Da sieht man, wie der Staub da rauskommt. Alter, das Ding ist fancy. Der helle Wahnsinn. Einfach nur geil. Und es ist einfach tatsächlich so, schau doch mal den Sack an. Das Ding ist prall gefüllt. Das ist ein guter Zucker, Alter. Guckt euch das an. Der Sack ist prall gefüllt mit Staub. Unfassbar. Das funktioniert einfach wirklich sehr gut. Muss man ganz ehrlich sagen. Hm? Hier. Meine Farben. Mhm. Ah, sind das die Farben? Sucht die Mama sich eine der Farben aus? Ja, da. Welche Farbe? Die da. Die Farbe will die Mama haben. Mama, welche Farbe? Du suchst aus. Keine Ahnung, ich hab eine andere Farbe. Und ich streich derzeit. Ich streich sie auch. Alles einmal weiß. Du streichst auch? Ich krieg dich nicht. Geht nicht auf, ja? Okay, Papa macht auf, ja? Papa hat schon geschüttelt. Müssen wir extra dazu sagen, weil die Zuschauer sagen ganz, du musst erst schütteln und rühren. Pico, geh mal da weg, sonst bist du gleich weiß. Hast du überhaupt den Boden abgedeckt? Boden abdecken ist das für Weicher, ja? Nee, mach mal. Du hast doch diesen Vlies gekauft. Mein YouTube-Kanal heißt Kiss the Pro. Ja, deswegen. Pro braucht keinen Abkleber. Deswegen. Wie deswegen? Mach Vlies. Ja, nicht frech. Wieso hast du denn da Schuhe falsch rum? Musst du nochmal ausziehen und wechseln, mein Schatz. Okay, aber du streichst es noch. Was? Auf. Ja. Ich mach. Was denn? Das hier. Was willst du haben? Rolle. Nein, ich brauche Papa. Ich auch. Gleich kannst du machen, oder? Du gehst ja von Pinsel, gleich noch Lappweg ist, gehst du mit ein bisschen weiß. Du hast den Pinsel, tust du in den Eimer ein bisschen weiß, dann machst du hier einfach in die Kante rein, okay? Bisschen weiß. Dann läuft das Weiß und das Klebeband. Das hat hier so Poren, das läuft dann da ins Klebeband rein. Und dann machst du hier ein Blau. Und dann kannst du das abziehen, dann hast du eine scharfe Kante, ohne dass die Wand blau ist. Geht auch mit Silikon, aber Silikon schützt sich dann. Gut, ich gebe da hinten noch ab und oben, dann kannst du streichen. Charles, brauchst du die Wasserwaage, bitte? Funktionieren tut's, aber die Farben sind scheiße. Was ist das für ein Dreck, ey?
Naja, also es sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Aber das Problem ist, du kannst die Farben nicht richtig einstellen. Es gibt zwei Modi. Einmal ein Modi, wo du Farbe wechseln kannst. Die Farben sind kacke. Und einmal ein Modi, der so durchläuft. Aber so, wenn du es jetzt mal so siehst. Also in der Theorie sieht das geil aus, oder? Stell dir vor, die leuchten jetzt alle. Du kannst jetzt noch einen anderen, es gibt nur noch einen Modus. Normalerweise gibt es ja in so eine RGB-Fernbedienung, was ich gedacht habe, wäre da auch dabei. Aber ist nicht dabei. Hier gibt es nur so einen Knopf und du drückst drauf, dann wechselst die Farben. So, das ist scheiße. Du drückst nochmal drauf, ist aus. Oder du drückst drauf, bist immer am Anfang bei Rot. Ja, guck so, dann wechselst du wieder. Dann drück nochmal drauf, dann bleibst du stehen. Ja, dann bleibst du stehen. Aber du musst immer erst zu der Farbe springen, wo du stehen bleiben möchtest. Wenn du es jetzt, ich mache es jetzt aus, jetzt mache ich es wieder an, jetzt springt es wieder die Farben. Jetzt musst du stehen bleiben, dass es bei der Farbe bleiben möchte, anstatt die Fernbedienung zu nehmen und dass es dann immer die Farbe ist. Weißt du was, das muss ich auch noch machen, ja Mensch jetzt. Aber ich werde das jetzt nicht zerschneiden, weil das hat 25 Euro gekostet. Das ist viel zu teuer, um das zu verschneiden. Weil das gebe ich zurück. Was soll das mit diesem komischen Knopf hier? Schwachsinn. Boah, wenn wir Glück haben, habe ich unten im Raspberry Pi steuerbare LEDs. Dann können wir das in Smart Home einbinden. Das wäre natürlich übergeil. Oh ja. Oh ja. 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 Guck mal. Ich habe noch steuerbare LEDs. Die sind mit dem Raspberry Pi ansteuerbar. Jawohl. 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 Ja. Die sind sogar lang genug. Juhu. Gott sei Dank habe ich zu Nicht-Corona-Zeiten mal 5 Meter von diesem Kabel bestellt. Ich mache euch mal ganz kurz ein Video. Trigate, du erinnerst dich, das sind die LEDs, die ich bestellt habe für meinen Livestream. Kann ich die an meinen Raspberry Pi anschließen und den Raspberry Pi dann in mein Apple Smart Home mit einbinden? Bitte kurze Rückmeldung, weil ihr seid dann mit dem Video. Danke. Gleich doch nicht. Doch, warte, Achtung. Genau. Nö, nee, wieder nicht. Sag mal, kann doch nicht sein, ey. Wieso läuft es denn auf 12 Volt nicht? Warum läuft der Scheiß nur auf 9 Volt? Die sind regelbar, die Teile. Die machen jetzt schon Disco, obwohl ich nur an 9 Volt dran bin. Machen die jetzt schon Disco. Wo ist 12 Volt? Ich brauche 12 Volt. 12 Volt. Irgendwo habe ich doch hier 12 Volt rumfliegen. Ich muss ja irgendwo 12 Volt rumfliegen haben. Ich brauche 12 Volt. Oder ich gehe an 230. Ich hab hier. Nee, scheiße, der hat 20 Volt. GoPro-Akku. Vier Volt. Oh Mann, ey. Sag mal, aus welchem Haushaltsgegenstand kriege ich denn 12 Volt raus? Kannst du mir jetzt nicht erzählen, sonst fliegt doch überall immer 12 Volt rum. Jetzt, wo ich es brauche, finde ich es nicht. Das ist doch immer typisch. Wieso kriege ich hier ganz schön voll draus? Hallo? Ah, das ist so ein Durchdringen gerade. Okay, ich habe mir Gedanken und sage euch gleich, wie ich mich entschieden habe. Diese indirekte Beleuchtung hier, die habe ich gestern versucht zu installieren. Mit dem IKEA-Band nicht so möglich gewesen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich brauche jetzt hier 4x2 Meter separat schaltbar. Das Ganze können die Jungs aus der Crew da machen. Also Trigate, Bachel, Moritz, Simon und ich. Das heißt, wir sind 5 Mann. Einer davon ist der Volldulli, das bin ich, der hat immer die Fragen. Und 4 der anderen Jungs sind die Voll-ITler, die Serverschränke und all so einen Scheiß aufbauen, wo ich überhaupt nicht durchblicke. Auf jeden Fall haben die eine Lösung dafür. Diese Lösung ist natürlich bei denen vorhanden. Die haben den ganzen Elektrik-Scheiß. Ich habe ein paar Kabel und ein paar Lüsterklemmen und ein paar Vago-Klemmen. Ich kann es jetzt auf Anhieb nicht lösen. Ich sage auf jeden Fall nur vielen, vielen Dank an die Crew. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch da den Kopf gemacht habt. In die Beleuchtung seht ihr im nächsten Video. Hierfür habe ich jetzt riesen Stahlschränke bestellt, beziehungsweise nur den Stahl. Ich habe noch nie so viel Stahl bestellt wie jetzt für diese Schränke hier. Hier kommen richtig geile, fette, smarte Schränke hin. Und da gibt es auch wieder was mit Smart Home, wo wir das Ganze dann einbinden. Da ich hier mit diesem Video oder mit diesem Gerät sehr, sehr zufrieden war, mit diesem Trockenbausteifer HTS 1010ST, möchte ich einen dieser Trockenbausteifer verlosen. Es gehen auch noch 2 Bitsets raus, habt ihr euch auch gewünscht. Das bedeutet, ich hau 2 Bitsets raus von Milwaukee. Plus einmal hier diesen HTS 1010ST Trockenbausteifer von Stahlwerk. Schreibt auf jeden Fall einen Kommentar dafür in die Kommentare, lasst dem Video einen Daumen nach oben da und gebt Vollgas, Freunde. Gebt Vollgas, es wird auf jeden Fall eine richtig geile Nummer. Wenn man jetzt mal hier schaut, die Optik sieht schon richtig geil aus. Jetzt stellt euch das vor, wenn hier noch diese Stahlschränke stehen würden, die dann diese Holzoptik noch bekommen,
Es wird einfach nur Zucker. Die nächsten Videos, Freunde, auf jeden Fall. Renovierung, Boot ist fertig. Es fehlen noch genau zwei Teile. Einmal die Scheuerleiste ums Boot und einmal die Bootsscheibendichtung. Wenn die beiden Teile da sind, können wir das Boot fertigstellen. Dann warten wir auf schöneres Wetter und machen das finale Video mit Epic Drone Shot. Dass es jetzt hier mit der Renovierung weitergeht und bald ein geiles Caddy umgebaut wird. Freunde, bis zum nächsten Video. HTS 1010 ST geht als Verlosung raus, plus zwei Milwaukee Bit Sets. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Video gerne Daumen hoch, schreibt einen Kommentar in die Kommentare. Peace. Bis zum nächsten Video. Hier kommen richtig fette Schränke hin. Machen wir alles selbst. Ich habe nur den blanken Schal bestellt. Alles andere machen wir selbst. Flur geht weiter, Kinderzimmer. Ich baue ein Königsbett. Hammergeil. Wird richtig fett. Peace. Bis zum nächsten Video. Schönen Sonntag. Lasst euch gut gehen. Bleibt gesund. Ciao, ciao.